Gero Schimmeldona. Ja. Einen schönen guten Tag, Herr Schimmel. Mein Name ist Marco Meyer. Ich rufe Ihnen aus dem globalen Finanzmarkt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder drei Telefonate mitgebracht. Drei wahnsinnige Telefonate mit wahnsinnigen Trading-Betrügern. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen neuen Telefonaten. Wie geht es Ihnen, Herr Geros? Ja, schlecht. Schlecht? Warum der Herr Geros? Ist ja alles scheiße gerade. Scheiße, ja, das ist schon nicht gut. Also, wissen Sie, worum es geht überhaupt, Herr Geros? Nö. Also ja, geht es um, dass Sie sich auf dem Finanzmarkt erfolgreich registriert haben, aber Ihr Konto ist noch nicht aktiv. Deswegen habe ich angerufen, um weiter dabei zu sein. Aha. Also, ja, geht es um, dass Sie Ihr Konto aktivieren müssen, um weiter Investitionen zu machen. Ja, aber ich will nichts investieren. Wie bitte? Wiederholen Sie es nochmal, Herr Gerold. Ich sagte, ich will nichts investieren. Sie wollen nicht investieren? Mhm, genau. Aber warum haben Sie sich auf der Finanzmarkt registriert, Herr Schimmeldona? Das ist ja schon eine Weile her. Wie bitte? Ich sagte, es ist ja schon eine Weile her. Also, ich will einfach dieses Grundwissen. Sie haben Interesse vor 5 Tagen gemacht, aber jetzt nicht. Ich will dieses auch Grundwissen, Herr Gerold. Ja, weil nur Betrüger angerufen haben. Wie bitte? Weil ganz viele Betrüger angerufen haben. Ja, ja, natürlich, es kann auch sein. Aber haben Sie schon mit jemandem Erfahrungen gehabt? Nö. Sie haben keine Erfahrungen, Sie sind Anfänger, ja? Ja. Also, Sie sagen, dass es gibt viele Betrüger. Das kann nicht ein Grund sein, um weiter Ihren Finanzstand zu verbessern, ja, Herr Schimmeldona? Wenn man so denkt, dann, das heißt, man kann nicht und man muss nicht Investitionen machen, ja? So, das klingt ja bei Ihnen jetzt auch nicht gerade seriös. Bei uns? Sie haben nicht seriös gesehen oder sowas? Ja, da war nichts Seriöses dabei bis jetzt. Also, wir haben zusammen nicht gearbeitet bis jetzt, oder, ja. Nö, aber Ihr Anruf verrät ja schon einiges. Ich hab schon gesagt, dass ich aus der globale Finanzmarkt Ihnen anrufe jetzt gerade. Und falls Sie Fragen haben oder keine Ahnung, irgendwelche Informationen brauchen, da bin ich dabei, um Ihnen einfach zu helfen. Oh mein Gott, nur kriminell. Er versucht jetzt hier tatsächlich, mich noch irgendwie mit Ach und Krach davon zu überzeugen, dass ich bei ihm Geld investieren soll, obwohl ich bereits schon gesagt habe, dass ich bei ihm nichts investieren will und grundsätzlich auch gar nicht mehr investieren will, weil ich das alles unseriös gefunden habe. Und naja, und dass ich auch von ihm nicht überzeugt bin, so wie er mir hier das Produkt am Telefon verkaufen will. Der Typ macht aber einfach gnadenlos weiter. Den interessiert es überhaupt gar nicht, dass der Kunde kein Geld mehr investieren möchte und versucht dann irgendwie mit fadenscheinigen Ausreden, das Ganze wieder besser zu machen. Das macht es aber auch nicht besser, wenn er mir erzählt, er ruft von globale Finanzbörse an. Weil sowas gibt es tatsächlich einfach schlichtweg gar nicht. Das ist nichts anderes als dahingerotzt und alles gelogen, was er hier erzählt. Aber naja, man kennt es ja nicht anders von den Betrügern. So ein paar Informationen zu geben, wenn Sie wollen, natürlich. Ja, habe ich ja gesagt, nee, brauche ich nicht. Also, Sie sagen, dass Sie haben keine Interesse mehr, weil Sie es mit vielen Betrüger gearbeitet haben. Ich habe noch mit gar keinem gearbeitet, aber bis jetzt war alles Betrug, was ich so geprüft habe. Und Sie haben das geprüft? Ja. Wenn Sie sagen, dass Sie mit niemandem gearbeitet haben. Ja, das kann man ja aber prüfen, indem man die Lizenznummern abgleicht oder Rezensionen darüber liest und wenn die alle nicht auszahlen und die Webseiten und schnell wieder zu sind. Was haben Sie über uns gelesen? Haben Sie schon? Ja, Sie haben ja Ihren Namen ja noch nicht von der Firma gesagt. Der Firmenname kann ja nicht globaler Finanzmarkt sein. Das ist also, ja auch schon Herr Schimmeldona, wenn Sie so schlecht schon angefangen haben, das heißt, ja, Sie können auch nicht investieren. Ja, wenn genau. Sie wollen, habe ich ja gesagt. Genau. Aber Sie haben Interesse gezeigt, richtig. Sie haben sich und Sie haben Ihre Daten auf den Finanzmarkt gegeben. Ja, nur weil ich mich irgendwo eingetragen habe, heißt es ja nicht automatisch, dass man Interesse hat. Da hat man halt mal geguckt, ja. Aber Interesse ist ja ein dehnbarer Begriff.
Und ich aber jetzt, man muss irgendwie das Ganze probieren und danach sagen, ja. Nee, das muss man nicht probieren, wenn man vorher schon feststellt, dass da irgendwas faul ist. Ich meine, das kann man ja alles nachlesen. Aber sie wollen Investition machen, ja? Ja, bei einer seriösen Firma, aber wie gesagt, da ja, schätze ich die auch nicht wie so man, ein. Wie man entscheiden kann, eine seriöse oder eine unseriöse Firma ist. Mhm. Wenn man gar keine zu tun hat mit denen, ja? Man muss irgendwie zu tun haben, dann sagen, ja? Nee, man kann auch vorher recherchieren und dann sagen. Ja, aber ja, ich habe sie angerufen und ja, ich sage, ja, genau. Dass das wir ist ja ihre schon Konto aktivieren müssen und wie bitte? Ich sage, alleine der Anruf ist ja schon der erste Fehler. Das zeigt ja schon, dass das nicht seriös sein kann. Also, bitte sagen Sie nicht solche Sachen, doch, doch. Ja? Ich bitte Ihnen. Weil Sie wissen nicht, mit wem Sie sprechen und mit welcher, ja, Handelsplattform Sie arbeiten müssen. Bitte sagen Sie nicht solche Sachen. Doch, ich sag das, was ich gerne möchte und das, was ich denke. Also, jetzt Sie haben gar kein Interesse. Genau. Ja. Und wollen nicht weiter Investitionen machen. Richtig. Da gehe ich lieber zu meiner normalen Bank. Zu Bank? Ja. Was hat Bank zu tun mit Investitionen? Ja, bei meiner Bank kann ich auch in ETFs investieren. Das ist zwar nicht das Gleiche, aber letztendlich kann ich ja da auch investieren. Wenn Sie an Bank gehen möchten, warum haben Sie bis jetzt nicht gemacht? Ja, weil ich bis jetzt noch nicht wollte. Aber Sie haben Interesse gezeigt. Ja, das interpretieren Sie so, dass ich Interesse gezeigt habe, aber habe ich ja gerade widerlegt. Also Sie können nicht sich, konzentrieren, ja, auf welche Handelsplattform arbeiten müssen oder nicht, ja? Doch, das kann mich schon konzentrieren. Sie müssen selber entscheiden, ja? Na, habe ich doch. Ja, aber Sie haben bis jetzt keine Entscheidung, ja, getroffen. Doch. Ja, und was für eine Entscheidung haben Sie jetzt? Ja, die Entscheidung war, dass ich meine Daten da nicht weiter eingetragen habe und dann in Ruhe gelassen werden wollte. Sie haben schon Ihre Daten gegeben. Das ist schon spät. Ja, aber es ist ja kein Grund, dass man dann noch jemanden anruft. Das ist ja laut Datenschutzgrundverordnung auch nicht erlaubt. Ja, und wenn, wissen Sie, warum solche viele Anrufe kriegen Sie? Ja, weil Betrüger versuchen, bei mir anzurufen und mir 250 Euro aus der Tasche ziehen wollen. Ja, ich habe gerade gesagt, bitte sagen Sie solche Wörter, dass ich kenne nicht, mit welcher Organisation oder mit welcher Handelsplattform arbeiten, okay? Naja, jeder, der hier anruft, der will halt Geld von mir. Will mir aber mein Geld nicht zurückgeben. Wir brauchen kein Geld von Ihnen. Ach so, Das also machen Sie das alles kostenlos und ich muss bei Ihnen auch nichts einzahlen. Ja, natürlich. Sie brauchen nur Geld, um Ihre Konto zu aktivieren. Ja, sehen Sie. Also wollen Sie das Geld eine haben. Eine Bezahlung, das ist eine Einzahlung. Sowas nennt man dann Betrug. Also, das heißt, wir sind Betrug. Haben Sie so gesagt? Habe ich richtig gehört? Nö, das habe ich so nicht gesagt. Ich habe gesagt, das, was Sie sagen, nennt man Betrug. Also, Herr Gerold, ich wiederhole es schon drittes Mal, ja? Ja, ich habe es auch schon 500 Mal wiederholt. Sie haben gar nichts 500 Mal wiederholt, doch, wenn doch. Wir zusammensprechen, okay? Mhm. Dann seien Sie bitte vorsichtig. Wie wäre es denn, wenn hier zum Beispiel mal einer anruft, der wirklich der deutschen Sprache auch voll mächtig ist? Das würde natürlich dann auch schon mal Eindruck machen. Aber wenn man da jedes Mal jemanden dran hat, der deutschen Sprache nicht mal richtig mächtig ist und eigentlich größtenteils nur von seinem Skript ablesen kann, Sie denken, dass Sie auf Deutsch gut sprechen können, ja? Ich kann auf Deutsch gut sprechen, bin ich der Meinung. Ja. Das kann ich nicht sagen. Also, ich hab nicht so viel Zeit. Mhm. Und deswegen verplemperst du aber jetzt schon fast 9 Minuten deiner Zeit. Aha. Wie bitte? Und dann verplemperst du 9 Minuten deiner Zeit, obwohl ich gleich zu Beginn des Gesprächs gesagt habe, dass ich kein Interesse habe. Aha, also hast du nicht so viel Zeit. Ganz lustig. Genau. Also, deswegen sage ich, wenn man irgendwas anfangen will, dann muss es irgendwie vorsichtig und seriös sein, ja? Damit. Richtig, und das war ja bis jetzt noch nicht seriös. Und wenn Sie Ihre Daten gegeben haben auf der Finanzmarkt, ja, Sie haben nicht daran gedacht. Also, ich wünsche Ihnen, Herr Gerold, einen schönen Tag noch. Bleiben Sie gut, okay? Ja, und betrügen Sie nicht mehr so viele Leute. Suchen Sie sich mal einen anständigen Job.
Also mal davon abgesehen, dass der Typ ja mega ekelhaft und penetrant war, er hat sich ja immerhin noch halbwegs vernünftig und nett verabschiedet. Das muss man ihm ja schon mal lassen. So stellte ich mir das auch eigentlich vor, weil warum sollte man die Leute dann zum Schluss, wenn sie dann bei euch nicht einzahlen wollen, noch irgendwie beleidigen? Was hat man denn davon unterm Strich? Ganz genau, nichts. Und sogar noch einen schlechteren Ruf als vorher. Genau, weil die Leute, die reden ja auch darüber. So wie ich jetzt hier in den Videos. Naja, aber auf jeden Fall weiß ich nicht, was der jetzt damit noch bezwecken wollte. Dass das ja eine Betrugsfirma ist, das sollte, denke ich mal, ganz klar sein. Und naja, allerspätestens, wenn man so zur Einzahlung genötigt werden soll, sollten bei jedem alle Alarmglocken schrillen. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Anruf. Hallo. Hallo. Ja, wie kann ich denn behilflich sein? Hallo. Ja. Spreche ich gerade mit Herrn Lutz? Das ist mein Vorname. Voldemort. Ja. Perfekt, schön, Sie haben Apparat zu haben. Mein Name ist Justin Garnett. Aha. Ich bin ein Account-Manager vom Bitcoin-System. Toll. Und ich habe Sie angerufen, weil ich wollte Sie ein paar Informationen teilen über Trading Online. Aha. Also ich wollte Sie auch gerne fragen, haben Sie Erfahrung mit Online-Plattformen? Nee. Wie bitte? Nee. Können Sie bitte Ihr Handy mehr näher nehmen, weil ich höre Sie ganz schlecht. Ja. Ah, okay. Also. Wie kann ich denn behilflich sein? Also, ich würde Sie auch gerne helfen, dass Sie können auch Ihr Account aktivieren. Aha. Und auch da anfangen, mit den Profiten zu behalten. Ja. Also, auch dann danach, wenn Sie Ihr Account aktivieren haben, danach können Sie auch einen Termin, bekommen Sie auch einen kostenlosen Termin mit einem Expertbroker vereinbart. Toll. Und er hilft Ihnen, damit Sie können keine Fehler machen. Er hilft Ihnen mit der Operation, für beiden Setup, die zu öffnen, damit Sie können auch von der Operation Geld zu verdoppeln, okay? Aha. Also. Haben Sie eine Handy oder eine Computer oder Laptop mit Internetverbindung? Ja. Was haben Sie bitte? Das, was Sie gesagt haben. Ja, also was denn von die beiden, die drei? Na, alles davon. Okay, können Sie bitte Ihr Laptop annehmen, anschalten und können wir ein bisschen mit Anydesk verbinden und das zusammen weitermachen? Ein bisschen mit Anydesk verbinden? Wie bitte? Ein bisschen mit Anydesk verbinden? Ja, mit denen das verbinden. Nur ein bisschen? Wie bitte? Ein bisschen? Wie ein bisschen? Haben Sie gesagt. Nicht ein bisschen. Wir müssen das machen, also mit denen das, damit wir können unsere Arbeit erledigen ohne Fehler. Okay. Können wir ein bisschen mit denen das verbinden und... Können wir ein bisschen mit denen das verbinden und... Können wir ein bisschen mit denen das verbinden und... Naja, also mal davon abgesehen, dass sich das hier ganz, ganz, ganz stark nach einem, weiß ich nicht, Richtung Indien, ja, vom Akzent her anhört. Also das passt auf jeden Fall auch wieder mit den YouTube-Statistiken zusammen, wo die ganzen Zuschauer so teilweise herkommen. Also die kleinen Prozentsätze, was ich dann auch wieder ziemlich komisch finde, weil warum sollte mich jemand aus Indien anhören? Und naja, ihr könnt euch vorstellen, dass ein einzelner Zuschauer in der Statistik jetzt nicht unbedingt auftaucht für ein ganzes Land. Dann steht da 0%. Aber wenn da schon so 1% oder so Zuschauerrate herkommt, dann, naja, dann wisst ihr ja schon Bescheid. Aber ein bisschen mit Anydesk verbinden, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Nee, Leute, auch nicht ein bisschen mit Anydesk verbinden. Ihr solltet euch gar nicht mit Anydesk mit Betrügern verbinden. Denn wer sich mit Anydesk oder Remote Desktop oder VNC oder TeamViewer oder da gibt es noch ganz viele andere Programme auf euren Rechner drauf verbindet, der hat Zugriff auf euren Desktop. Habt ihr zwei Bildschirme, hat der auch Zugriff auf alle beiden Bildschirme. Und der hat auch Zugriff dann auf euer komplettes Dateisystem von eurem Rechner und kann alles an dem Rechner tun, das, was ihr auch tun könnt. Und wenn der auf der anderen Seite nicht ganz blöd ist oder noch jemand im Hintergrund sitzt, der nicht ganz blöd ist, dann kann der auch weitere Dinge auf eurem Computer ja ziemlich unsichtbar installieren, ohne dass ihr das seht. Ja, und dann haben die immer Zugriff auf euren Rechner. Und ich glaube nicht, dass
ja, man unbedingt seine Schniedelbilder aus dem letzten Urlaub mit der letzten Freundin irgendwie in der Öffentlichkeit haben will und dann noch eine kleine Erpressung hinterhergeschoben kommt. Weiß ich nicht. Sollte man auf jeden Fall die Finger davon lassen. Solche Fernwartungsprogramme dienen für Firmen zur Fernwartung. Ne, also wenn ihr einen Kassen-PC irgendwie aus der Ferne machen müsst oder, ja, weiß ich nicht, ihr wollt euren Familienmitgliedern helfen oder eure Kinder wollen euch da helfen mit dem Computer, weil was nicht funktioniert. Habe ich halt auch öfters mal. Ich wohne halt ein paar hundert Kilometer von meinen Eltern weg. Da ist ganz klar, dass ich nicht jedes Mal wegen jedem Pups am Computer vorbeifahren kann. Ne, also da ist logisch. Muss ich halt auch über TeamViewer machen. Aber naja, das ist dann in der Familie und da kann man sich, oder sollte man sich, zumindest untereinander vertrauen. Wobei man auch da aufpassen muss. Ne? Also wenn ihr da wichtige Dinge auf eurem Computer habt, überlegt ganz genau, wem ihr die Zugangsdaten von eurem Rechner gebt, der sich aus der Ferne da draufklicken kann. Sollte man schon ein bisschen überlegen. Das ist mit Anydesk, naja, Anydesk ist halt so ein Programm, was gerne die Betrüger benutzen. Und Anydesk ist jetzt auch nicht unbedingt dafür bekannt, dass es eins von den sicheren Programmen ist. Okay, also haben Sie? Nein. Können Sie bitte lauter reden? Ja. Also, nehmen Sie bitte Ihr Laptop und anschalten und dann gehen Sie bitte beim Anydesk und dann, dass wir können uns verbinden. Ich habe keinen Laptop. Ihr Handy oder Computer? Ja, ich habe einen Computer. Okay, gehen Sie bitte mir Rechner und anschalten und benutzen Anydesk. Sie wissen, was Anydesk ist, weil ich verstehe, dass Sie Erfahrung haben. Wie meinen Sie das? Wie bitte? Wie meinen Sie das? Hallo, können Sie bitte lauter reden, weil ich verstehe gar nichts jetzt. Ich verstehe Sie gut. Ja, mir ist scheißegal, wenn Sie mich gut verstehen, weil ich verstehe Sie nicht. Warum sind Sie so unfreundlich? Ja, dann reden Sie laut. Ja, ich rede doch nicht laut. Warum schreien Sie so? Das ist unhöflich. Ja, das empfinde ich als unhöflich. Ganz ehrlich, hast du etwas in deinen Arsch reingesteckt oder was? Können Sie aufhören, mich zu duzen? Sowas gehört sich nicht. Und solche Beleidigungen, die möchte ich auch nicht am Telefon hören. Ich verstehe gar nichts. Nee? Gar nichts. Gar nichts? Also mal ganz ehrlich. Was hat denn der Vogel für ein Problem? Ich meine, eigentlich mache ich ja nichts anderes als ja ruhig und vielleicht ein bisschen schläfrig erzählen mit ihm. Ja, aber wo ist denn jetzt da das Problem? Jeder Mensch ist anders und nicht jeder hat eine quietschige Rumschreistimme. Oh Mann. Und solche Leute wollen euch am Telefon verarschen und euer Geld haben und die machen sich danach ein schönes Leben. Solche Schreischweine. Also das kann aber nicht wahr sein. Beleidigt einen und erzählt mir, ob ich hier irgendwas im Arsch stecken hab. Super, und genau so stellt man sich seriöse Gespräche mit einer Bank vor, weil letztendlich wollen sie genau das hier simulieren. Eine Trading-Bank, einen Online-Broker. Da, wo man ganz viel Vertrauen haben muss, weil man da ganz viel Geld rein investieren kann. Na, also sowas macht nur, also mit 250 Euro braucht ihr nicht anfangen zu traden. Das macht keinen Sinn, da steckt man 250.000 rein, aber nicht 250 Euro. Das, ich verstehe es nicht. Man kann natürlich auch mit 25 Euro traden, aber dann habt ihr da einen Gewinn von, weiß ich nicht, 2 Cent, wenn es mal gut läuft, 8 Euro. Da kann kein Mensch von reich werden. Deswegen, wenn man tradet, muss man halt auch wirklich groß einsteigen, sonst könnt ihr da, das lohnt sich gar nicht. Ne? Vor allem die Panik, die man da hat in der Zeit. Ich hab's mal eine Zeit lang habe ich mich tatsächlich mal hingesetzt und getradet. Liegt schon eine Weile zurück, war auch bei einer seriösen Plattform. Ich wollte mich einfach mal mit beschäftigen und habe mir auch gesagt, ich nehme da jetzt ein bisschen Geld für in die Hand und gucke mir das Ganze mal an. Aber ihr könnt euch vorstellen, was da passiert. Ist cool weg, logisch. Aber das war ja meine freiwillige Entscheidung, Spielgeld quasi. Würde ich heute auch nicht nochmal machen. Ich meine, man wird ja auch intelligenter mit den Jahren. Aber da muss man Ahnung von haben. Ansonsten ist die Kohle weg. Und da muss man Vertrauen in so ein Unternehmen stecken. Und das hatte ich auch. Und ich habe bei dem Unternehmen auch keine Anrufe bekommen. Natürlich gab es da auch die Möglichkeit, dass man da irgendwie Hilfe bekommen kann und Workshops und bla. Das haben die auf der Webseite alles angeboten. Hätte man nehmen können und das war's. Aber die haben mich nicht terrorisiert mit Anrufen und schon gar nicht mit solchen minderwertigen Leuten hier am Telefon. Gar nicht. Sie reden jetzt wie ein Muschel. Sind Sie bescheuert? Warum beleidigen Sie die Leute, die Sie anrufen? Ich beleidige die Leute, weil die sind richtig dumm. Weil die wollten jetzt verarschen.
Sie wollen mich verarschen. Also, Sie sind nicht eine Endkunde, das kann man die Endgeschäfte machen oder was so weiter. Ich weiß ja nicht, warum Sie anrufen. Ich verstehe das von Ihrer Stimme. Aber ich weiß ja nicht, warum Sie anrufen. Und auch da muss ich nochmal was dazu sagen. Auch wenn ich sowas schon mal irgendwann in der Vergangenheit probiert habe. Ich habe da wirklich keine Ahnung von dem ganzen Geschäft. Also ich bin da kein Trading-Profi und ich habe auch nicht die Ultra-Ahnung, wie das funktioniert. Ja, ich habe mich in so eine Plattform schon mal eingeloggt und ja, ich habe schon mal ein bisschen mit Geld rumgespielt. Auch wenn man das nicht tun sollte. Und es war weg, ne? Also logisch. Aber das, was soll das? Was soll denn das? Also das, hä? Ich meine, die rufen ja Leute an, die haben keine Ahnung von sowas. Und ich habe ja nur wenigstens schon ein kleines bisschen Pups-Ahnung. Aber weiß ich nicht. Was soll denn das? Ich meine, ich will eigentlich nur eine Beratung. Oder eigentlich will ich ja nicht mal eine Beratung, sondern der will mir ja eine geben. Und macht mich dann dumm von der Seite an, weil ich nicht ganz nach seiner, weiß ich nicht, pfeife. Ich habe keine Ahnung. Also hier bin ich wieder raus. Das ist mir zu hoch. Sie können Geld verdienen. Ach, aber ich glaube das nicht, dass Sie können das schaffen. Weil für Sie ist das, keine Ahnung, wie soll ich das beschreiben? Nun ja, aber ich werde mein Geld nicht bei Leuten einzahlen, die mich am Telefon beleidigen, duzen und anschreien. Und? Ich glaube, da das muss ist ich... Das Confident. Ich glaube, da muss ich weiter nach einer seriösen Firma suchen. Das ist der Confident. Ein Kaffee? Möchtest du einen Kaffee trinken? Ja, klar. Ja. Komm, wir trinken das zusammen. Ich wollte dich einmal treffen. Ja. Ja. Warum? Sie sind sehr unseriös am Telefon. Ja, ich weiß. Warum benehmen Sie sich so? Mach ich ein paar Witze mit Sie. Mit Sie? Ja, mit Sie. Ist jemand hinter dir, deswegen nenne ich Sie. Das heißt mit Ihnen, nicht mit Sie. Wollten Sie jetzt mich Deutsch lernen, oder was? Ja, Ihr Deutsch ist ja ziemlich schlecht. Okay. Ich kann Ihnen auch eine Doggy-Style lernen. Was für ein Gerät? Verpiss dich jetzt, du Hurensohn. Warum sind von Sie... Von Telefon. Ja? Geh mal den Arsch zu ficken, Bastard. Haben Sie auch vernünftige Wörter gelernt? Tja, ich glaube, da braucht man gar nicht mehr so viel dazu sagen. Oh, 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 oh. Und solche Leute wollen von euch Geld haben und, naja, tun so, als würden sie dann das Geld bei der Börse investieren. Naja, wo die das investieren, ich glaube, das ist klar, ohne dass man da weiter drüber nachdenken muss. Das investieren die höchstens in sich selbst und in ein schönes neues Handy und weiß ich nicht. Ich find's einfach nur, tja, erschütternd, dass da Menschen drauf reinfallen. Ich meine, gut, der wird nicht bei jedem so am Telefon reagieren. Ja, sicherlich provoziere ich die Gespräche so auch teilweise, aber letztendlich ist er der Kundenservice und ich der Kunde. Und er will mich doch von seinem Produkt überzeugen, oder nicht? Und irgendwie würde ich jetzt sagen, hat er genau das Gegenteil erreicht. Schönen guten Abend, mein Name ist Claudio Mesalona und ich melde mich vom Bitcoin Revolution, wo Sie sich angemeldet sind. Hallo? Ja, was denn? Ja, und ich möchte gerne Sie ein paar Informationen mitzuteilen, was mit Bitcoin momentan passiert oder was ist. Sind Sie vielleicht zu Hause vor dem PC? Zu Hause ja, aber nicht vor dem PC. Das ist kein Problem. Mit was haben Sie das Anmeldung gemacht, wenn ich fragen darf? Mit einem Laptop, PC oder Handy? Was ist da jetzt der Unterschied? Nee, ich möchte Sie fragen, weil dass ich weiß, wo Sie hingehen sollen und das schreiben, das, was ich sage. Ist das ein Problem, oder? Ich weiß nicht, was Sie jetzt von mir wollen. Wie bitte nochmal? Okay. Also im Grunde genommen hat uns jetzt hier den Betrug schon gleich zum Beginn des Gesprächs gestanden. Er fragt mich, was ich für ein Gerät benutze, um seine Webseite zu bedienen oder beziehungsweise das zu bedienen, was er mir gleich sagen muss und was ich gleich machen muss, was er mir buchstabieren wird. Aha, also, weiß ich nicht. Also, ruft euch eure Bankberaterin oder Bankberater an und sagt so, machen Sie den Computer an, ich muss Ihnen jetzt was diktieren, ob Sie das wollen oder nicht. Okay, kann man so probieren, aber mit uns nicht. Ich weiß nicht, was Sie jetzt von mir wollen.
Nein, nein, ich will von Ihnen nichts, gar nichts. Sie haben bei uns angemeldet, deswegen habe ich Ihnen angerufen, um Ihnen irgendwie zu helfen, dass Sie Geld zu verdienen, zum Beispiel. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich nach Hilfe gefragt habe. Nein, nein, ich habe, wie gesagt, nochmal, ich habe Ihnen angerufen, weil Sie eine Anmeldung bei uns gemacht haben. Darum habe ich Sie angerufen. Ja, aber ich habe doch nicht nach Hilfe gefragt. Nein, nein, Hilfe nicht, aber was meinen Sie zum Beispiel mit den Investitionen online, mit der Forex zum Beispiel? Ja, aber Sie sagen, Sie rufen an, um mir zu helfen, aber ich habe doch nicht nach Hilfe gefragt. Stimmt, das habe ich vielleicht falsch ausgesagt, aber ich wollte sagen, ein paar Informationen mitzuteilen, was mit Bitcoin momentan passiert, deswegen. Ja, dann erzählen Sie mir doch die Informationen. Ja, ich kann Ihnen sagen zum Beispiel, was unsere Experten gesagt haben, dass die Bitcoin-Wert bis Ende März bis zum 60.000 Euro Steigerung haben. Momentan steht um 38.300 Euro, 303 Euro. Woher wissen Sie das, dass der Kurs steigt? Ja, die Experten wissen das, weil die kriegen Informationen jeden Tag über die Börse, was passiert zum Beispiel, weil wegen der Krise, was momentan ist in der ganzen Welt oder in Ukraine zum Beispiel und sowas, letzte Woche bis heute ist 9.000 Euro gestiegen. Deswegen sagen die, dass... Ja, das kann man ja nicht wissen, wo es hingeht. Es geht nirgendwo hin, der bleibt da, wo der ist, aber ich meine, der Preis von Bitcoin steigt. Ja, woher wissen Sie das? Wie bitte nochmal? Woher wissen Sie das? Ich kann das sagen, zum Beispiel, was ich gehört habe heute früh von unserer Besprechung, was wir gehabt haben mit unseren Experten. Also die Telefonate, die liegen ja immer ein bisschen zurück. Und also bis sie dann auch geschnitten werden und bis sie dann online kommen, vergeht ja einiges an Zeit. Ich kann euch sagen, nach diesem Gespräch ist der Bitcoin gnadenlos eingebrochen. Also zu einem neuen Tiefstwert. Also nicht zum Höchsttiefstwert, aber der Bitcoin ist zusammengebrochen. Natürlich wird er sicherlich wieder steigen. Der Bitcoin ist ja eine relativ stabile Kryptowährung. Wobei, naja gut, kommt immer drauf an, aber ich kenne mich damit auch nicht so aus. Nagelt mich nicht drauf fest, ich bin hier kein Kryptoberater. Aber, tja, also hätte ich jetzt auf den vertraut, wäre die Kohle so oder so weg. Also mal davon abgesehen, dass das Callcenter hier ja sicherlich auch schon wieder aus dem Staub gemacht ist und komplett nicht mehr existiert. Ja, aber selbst wenn ich jetzt auf den gehört hätte und hätte mir da irgendwas aus diesem Gespräch rausgezogen und mir gedacht, boah geil, der Bitcoin geht steil und ich investiere jetzt hier fleißig mein Geld in Bitcoin, ja, dann wäre ich mein Geld losgeworden. Also einfach nur bescheuert. Und ja, er hat es heute Morgen bei einem Gespräch. Aha. Und woher will er bitteschön wissen, dass der Bitcoin hochgeht? Woher? Kann eine Zukunft gucken, hat eine Glaskugel. Natürlich kann man Prognosen stellen, aber man kann sich nicht darauf festlegen. Eine Prognose ist niemals ein sicher eintreffender Wert. Das ist ja wie, keine Ahnung, Geschäftsbilanzen. Natürlich kann man so ungefähr abschätzen, wo irgendwas hingeht. Naja, aber das ist ja dann auch berechenbare Faktoren. Wie viele Kunden habe ich regelmäßig? Wie viele kommen da? Wie viel geben die aus im Durchschnitt? Damit kann ich eine Prognose machen. Beim Bitcoin, wo Milliarden verschiedene Menschen irgendwie ja spontan reagieren könnten, wie will man denn das irgendwie hochrechnen? Also natürlich kann man den Markt beeinflussen, wenn so jemand wie Elon Musk sagt, ja, Bitcoin geht steil, bla bla bla, den kaufen natürlich viele. Da kann man schon ein bisschen was von ableiten. Aber sicher sein könnt ihr euch da nicht, weil wenn er es denn doch nicht tut, ist die Kohle weg. Dass die haben gesagt, zum Beispiel, dass Bitcoin wird eine Steigerung haben bis um 60.000 Euro. Ja, und woher wissen die Experten das? Die arbeiten mit dieser ganzen Sache, deswegen wissen die ungefähr, wie das läuft. Mit ungefähr klingt aber nicht seriös. Ungefähr, das ist mehr als das seriös, kann man nicht sagen. Ich habe vor 2 Jahren auch gesagt zu den Leuten, wo Bitcoin 4.000 Euro war, dass der Wert... in 2 Monaten auf 30.000 Euro gestiegen und das hat alles gestimmt, weil die Experten gesagt haben. Deswegen gehe ich auch da aus, dass die auch dieses Mal recht haben. Soll ich mich auf Ihr Bauchgefühl bei der Investition verlassen? Nein, nein. Entschuldigung jetzt. Das Investition, was Sie meinen, zum Beispiel, das Geld sind bei Ihnen auf Ihre Wallet. Und das können Sie
in einer Woche schauen, Sie kriegen einen Bonus von uns und können Sie in die Woche schauen, wie viel das Bitcoin steigt. Und wenn Sie zum Beispiel in einer Woche 400, 500 Euro gewinnen, können Sie sagen dann, okay, ich nehme mein Geld zurück mit dem Gewinn, was ich gemacht habe, und ist in Ordnung. Oder können Sie sagen, ich mache das weiter, weil das gefällt mir, wie das alles steigt. Habe ich was Falsches gesagt schon wieder? Da fallen da viele drauf rein auf den Blödsinn. Wie bitte nochmal? Können Sie eigentlich auch richtig zuhören? Ich habe gefragt, fallen da viele rein auf den Blödsinn? Ach so. Entschuldigung, wenn Sie, für Sie das Blödsinn ist, für uns ist das Arbeit. Wir arbeiten den ganzen Tag mit den Leuten und wir machen die Leute machen viele Investitionen über die Bitcoin. Deswegen sage ich auch Ihnen jetzt. Also eins fand ich ja jetzt ganz putzig. Er hat mich jetzt tatsächlich gefragt, habe ich jetzt schon wieder was Falsches gesagt? Leute, also jetzt mal im Ernst. Ich glaube, der nimmt seinen Job wirklich für voll. Der glaubt seinen Job, was der da am Telefon macht. Der ist davon überzeugt. Oh mein Gott. Aber naja, das passt auf jeden Fall zu der Theorie, dass nicht alle Betrüger wissen, dass sie Betrüger sind. Aber naja, auch wenn man nicht weiß, dass man die Leute betrügt, ist man ja trotzdem ein Betrüger, weil Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und wenn man beim Betrug hilft, ja, dann ist man zumindest Mittäter. Und ja, ich glaube, oh Gott, also der kann einem ja schon fast leid tun. Aber naja, irgendwie ja auch nicht, weil letztendlich, irgendwann müsste es doch mal auffallen. Also ich stelle mir das immer so vor, wenn ich da 1000 Leute anrufe und 1000 Leute brüllen mich da eigentlich am Telefon an oder wenigstens die Hälfte davon, dann müsste mir doch irgendwann mal da müsste man doch mal ein bisschen klar im Kopf werden und merken, oh, irgendwas läuft hier mit meinem Job nicht so richtig. Oh Mann, naja. Ja, aber bei Ihnen sollte man auf keinen Fall investieren, so einen Quatsch, den Sie da von sich geben. Das ist, Entschuldigung, ich habe Ihnen noch, ich habe beide hier und ich rede keinen Quatsch. Doch. Ich rede, was das ist. Nee, das tun weil Sie ich nicht. Sehe. Ich sehe, wie die Bitcoin steigt zum Beispiel. Ja, das ist genau. Oder können Sie was anderes, was anderes tippen zum Beispiel? Ich bin nur der Kontoaufsteller und dann können Sie mit einem Finanzexperte sprechen, machen einen Termin und er kann Ihnen genau erklären, was dann passiert. Ja, dann geben Sie mir so einen Finanzexperten. Müssen Sie mit ihm sprechen? Ja. Ja, warten Sie kurz bitte. Ja, hallo, guten Tag. Ja. Martin Kohl ist mein Name. Ich spreche gerade mit Herrn Voldemort. Ja, sicherlich. Sie haben mich angerufen. Was möchten Sie denn jetzt? Also, ich grüße Sie. Sie haben soeben mit Arbeiter gesprochen, mit Herrn Claudio Mezzaluna, korrekt? Und Sie möchten so neue Informationen von unser Unternehmen so zu erhalten. Ja, kommt da jetzt noch was Sinnvolles oder war es das jetzt schon? Okay, welche Informationen helfen Ihnen trotzdem weiter? Ja, weiß ich nicht. Also der Kollege vor Ihnen hat ja nur Blödsinn erzählt. Okay, ich bin hier. Ich werde so nur ganz kurz unsere so Plattform so vorstellen. Und am Ende sowieso die Entscheidung liegt immer auf Ihrer Hände. Und Herr Voldemort, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich gehabt oder das ist ganz neu für Sie? Was hat das jetzt damit zu tun? Sie wollten mir gerade Ihre Plattform vorstellen oder irgendwas erzählen. Also, Herr Voldemort, ich höre Ihnen so weit weg, ne? Können Sie bitte so vielleicht in der Nähe bleiben? Nee, ich habe jetzt da nicht den Nerv für. Aber wo sind Sie gerade? Sind Sie gerade in Toilette oder wo? Was? Wo sind Sie gerade? In Toilette? Nee. In der Toilette sowieso nicht. Also, haben Sie schon Erfahrung damit, oder? Mit der Toilette? Also mit deinem Mutter dann, du verdammter Arschloch. Sind Sie bescheuert, oder was? Ja, da haben wir wieder einen von der ganz netten Sorte ans Telefon bekommen. Da war ja wenigstens die nette Kakerlake von vorher schon fast niedlich doof. Aber der hier, der war einfach nur, weiß ich nicht, wie immer dreist und hat letztendlich einfach nur unsere Vermutung von vorher gleich wieder bestätigt und das Gespräch, ja, quasi noch einen Haken dran gesetzt und quasi, ja, bestätigt, dass es ein Betrüger ist. Oh Mann,
Die reden einfach immer um den heißen Brei herum, lauter Lullipusch und bla 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 und letztendlich kommt da nichts Sinnvolles bei raus. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von unseren drei Gesprächen hier gehalten habt. Am besten immer mit diesem Timestamp, also ne, wenn ihr die Zeitlinie unten, also die Uhrzeit quasi, den ihr gerade im Zeitstrahl seht, Pause drücken, dann die Uhrzeit reinschreiben, dann weiß ich auch immer genau, welche Stelle ihr meint. Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ihr seht jetzt hier noch ein paar schöne kleine Videos aus der Playlist, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.